Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Weiter geht's mit, meint ihr eigentlich, mir ist's blöd? Nein. und ich muss mal ganz kurz was sagen, ne? Ich bin das erste Mal seit 50 Jahren zum Friseur gegangen. Ich schneide mir immer selber die Haare, weil ich will meine Haare auch färben lassen. Habe ich mir gedacht, ja, nach Arbeit gehe ich mal zum Friseur, so Termin, vielleicht in einer Woche, so. Oh, nächsten Monat. Ich habe dann nächsten Monat einen Termin bekommen, da habe ich mir auch gedacht. Ja, ich habe es jetzt erstmal angenommen. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch einen anderen Friseur. Ist halt sehr, sehr heavy, ne? Mir ist richtig sauer. Meint ihr eigentlich, dass ich blöd bin oder was? Ich habe Nachrichten gekriegt wegen der Farbe. Bevor das Video richtig anfängt. Flipp ich erstmal richtig aus und zeige euch, so dass ist. Ey, kann doch wohl nicht wahr sein. Denkt ihr mir blöd oder was? Letzte Woche, wo wir den Parkbank zusammengebaut haben, zusammengeschlagen haben wir neunmal kluge geschrieben. Und die Farbe steht links auf dem Regal. Mir ist nicht blöd, das ist die Farbe nicht. Meine Fresse. Nee, Wilke, das ist so. Denken die, mir ist blöd oder was? Ich bin auf einige richtig sauer. Ich habe hunderte von Nachrichten gekriegt. Die Farbe steht links, die Farbe steht links. Das haben wir doch im Video. Das ist ja der Udo, ne? Genau, das war ja der Udo. Ich muss ganz kurz sagen, ich glaube, mir ist was im letzten Video aufgefallen. Ich glaube, die Farbe steht links, ne? Also ist mir im letzten Video aufgefallen, du, lieber Udo, falls das Video, das wirst du nie sehen, aber ich glaube, die Farbe steht links. Das ist mir im letzten Video so aufgefallen. Da habe ich die ganze Zeit so nachgedacht, wieso nimmt er nicht die Farbe, die da links steht? Ganz komisch. Ganz du erklärt, dass das nicht die Farbe ist. Mir hat alles im Griff in diesem Verein. Und dann mir erzählen auch noch, wo die Farbe steht. Ich glaube, links steht sie. So, an alle. Will ich euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe einen Kübelwagen zusammengebaut und kein Spreewagen. Und was steht hier drauf? Spreker. Und was Farbe. Heißt das? Da sind Sprühflaschen drin. Nee. Das ist jetzt schlecht hier, echt. Wir können doch wohl eine Sprühflasche von 5 Kanister unterschreiben. Steht da Color Car. Ja, da ist doch die Farbe. Was ist das? Das ist Farbe. Was steht da drauf? Athletic Spray. Ja, Farbe. Das ist Sprühfarbe. Und in den Keine Wagen, Sprühfarbe. Den wir zusammengebaut haben, da kommt Flüssigfarbe rein, mit Wasser vermischt und dann kannst du da Linie mitziehen. Und jeder, der mir verleugnet hat, wegen der Farbe da links. Nein, das ist so. Der entschuldigt sich in den Kommentaren aber, bei mir, höchstpersönlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wisst ihr, was mir gerade also aufgefallen ist? Der hat doch die Farbe in der Hand. Komm, der musste nochmal sein. Mit Entschuldigung, Udo, so blöd bist du gar nicht. So, und jetzt können wir mit dem Video richtig loslegen. Wirke echt, das stand überall. Ich verstehe aber nicht, dass er die Farbe nimmt, ne? Udo links und du links. Brauchen wir hier noch was? Nein. Nein. Wollen wir, Jan-Jürgen ist heute auch dabei mit seinem flotten Mackie-Messer-Gedächtnisschnitt. Und wenn Jan-Jürgen dabei ist, dann haben wir ganz schwierige Aufgaben, Udo. Heißt der Jürgen, echt? Der ist ja schon wieder auf einer Naturkundefahrt, ist der ja schon wieder hier. Weil dein Vogelnest ist, Udo, und dich interessiert das mal wieder nicht. Weil ich da keine Zeit zu habe, mir den ganzen Tag in den Bäumen gucken und Vögeln beobachten. Hab nicht die Zeit. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beobachte auch nicht gerne Vögeln. Dann mach das mal lieber selbst. Wäre auch ein bisschen komisch, ne, wenn man, also Vögel, ne, die fliegen, ne, so, ne, also wir reden jetzt von Piepmetzen, ne, aber wir haben bei uns ein Vogelhaus, also, ja, ein Vogelhaus nennt man so ein Ding, ne, und da sind leider Tauben hingegangen, so, am Fenster von unserer Chefetage und immer wenn man ins Büro reingeht, gucken alle so, ein Tauben, weißt du? Und sobald ich mal kurz gucke, geh wieder arbeiten, du Vogel. Nee, die sind mega nett, finde ich übrigens cool. Also ich mag wirklich so meine Chefs. Mit den Händen Chefinnen. In den Hosentaschen sitzen und an der Kerze rumzuspielen. An der Kerze rum. I've always loved sci-fi. And the idea of being right on the edge of... Hey,
Die Erde ist flach, es gibt kein Weltraum. An der Kerze rumspielen. Ja, dann ja an der Kerze rumspielen. Wir diskutieren schon wieder über Kerzen, über Vögel, als unsere Arbeit nachzukommen. Ist doch schön, wenn man hier auf dem Fußballplatz Vögel hat. Ist doch wie in der Natur. Ich vögel dir gleich so ein, da kannst du aber hingucken. Aber Udo, habt ihr schon... Ist euch schon aufgefallen, dass das da hinten in dem Baum Vögel waren? Muss man eigentlich mal Udo sagen. Ich glaube, da hinten ist echt schön. Sollte Denk man sich mal angucken. Wortwahl nach. Die Vögel, der Vogel, viele Vögel. Wir werden heute... Vögeln. Ja, aber diesmal läuft das reibungslos. Wir werden ein Was? Ich verstehe nicht. Wir müssen noch einen Spender anbauen. Was für ein Spender? Eine Defizitionsspender. Was für ein Spender? Ein Defi-Spender. Sag es doch bitte vernünftig. Ein Defizitions... Defizitions. Ein Defizitionsspender. Mir ist sowas von schlecht. Jetzt muss ich auch nur einen in der Herrentoilette anbringen. Was? Ein Defizitionsmittelspender. Ey, das ist kein Rahmenfeld, das ist ein Fußballfeld. Haut ab da. Mach mir den ganzen Rasen kaputt ab. Geh du ihn frisch gesehen. Bin ich hier eigentlich nur vom Blöden umrandet. Jetzt läufst du da auch noch durch. Ey, Papa Rabe, kannst du deine Frau nehmen, in Bescheid sein, die nicht mein Grassaat alles rausfressen? Papa Rabe. Warum bist du eigentlich schon wieder hier? Ich habe mich noch mal mein Brötchen holen getroffen. Udo? Ja. Und dann? Das stimmt gar nicht. Hat er mich gefragt, ob ich heute mithelfen möchte. Das stimmt ja Was? Gar nicht. Du würde ich sagen, geht okay, morgens aber immer Brötchen holen. Aber heute Morgen... Weißt du, immer, wenn mal jo, gesagt wird, kannst du mal bitte was heben? Wir müssen mal kurz hier... Ne, wir brauchen mal dich. Da sage ich immer, oh, kennt ihr das? Spontane Rückenschmerzen? Die habe ich immer auf Arbeit. Die kommen einfach so ganz spontan. Ich habe es natürlich gemacht, ne? Hab dann so zu so Chefin gesagt, oh, ich habe jetzt gerade ganz spontan Rückenschmerzen bekommen. So, mein anderer Kollege, Grüße gehen raus, der hat gar nicht, der war so ehrlich und hat so gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe natürlich einem geholfen, aber habe ich öfters mal spontane Rückenschmerzen, müsste ich mal zum Arzt gehen, ob man das behandeln kann. Spontane Rückenscherzen. Warum sind wir nicht hier gewesen? Meine Frau hat da... Warum sollte Jan Jürgen das erfinden? Der Jürgen, ich finde das so geil. Weil er auf deine Anweisung redet. Ich habe ihn nur ganz normal gefragt. Ja, ja. Ich sehe deine Augen schon wieder. Udo. Was packt mich noch einmal so an? Was ist? Oh, das fand ich erotisch. Er fummelt an seinen Schlüssel rum. Ja, ja. An seinen Schlüssel. Hier wird nur noch manipuliert und Wilke, du hast alles im Griff hier. Echt. Die Leute, die reden. Ey, seit dem ersten Video von den Jungs, ne, gucke ich die ganze Zeit, ob er einen Popel in der Nase hat, ne? Die ganze Zeit. Ist wirklich so. Wie du das willst. Ist schon heftig, dass du dann morgens beim Bäcker Jan Jürgen triffst. Das stimmt überhaupt nicht. Und direkt fragst, ob er hier zum Sportplatz kommt. Natürlich habe ich das nicht gesagt. Mir braucht Jan Jürgen nicht, um Löcher anzubohren. Ich weiß ja, wie das wieder eskaliert. Wieso hast du eigentlich schon wieder das Tesafilm-Titel? Das ist kein Tesafilm. Das ist Tesafilm. Das ist kein Tesafilm. So, jetzt zeige ich euch mal, wo es hin muss. Das wollte ich eigentlich vorhin auch noch mal ansprechen, aber gut. Ich habe mir gedacht, dass du wieder fragst. Defizitionsmittelspender. Oh, jetzt wird's schwer. Wer hat das Wort eigentlich gefunden? Jan Jürgen. Defizitionsmittelspender. Kann man den nochmal so da abnehmen? Ist der Defizitions. Nein! Warte, eben einmal den Zuschauern zeigen. Ja. Spender. Das hat Udo fabriziert. Ja, da bin ich abgerutscht. Udo hat ein Insektenhotel hier gebohrt. Aber das stimmt doch gar nicht. Hier drunter sind auch noch solche Löcher. Nein, hier drunter sind nicht. Keine Löcher, da sind nur zwei. Das sieht super aus. Das kann man wegspachteln, weg ist es. Dann bohr das mal lose. Nein, das bleibt fest. Bohr das mal los. Nein, das ist doch. Geh mir deine Finger da weg. Der Ding wird aufgehängt. So, zack. Eine ernstzunehmende Frage an dich, Udo. Was denn? Baust du hier ein Insektenhotel? Oh, was? Ich hau dir gleich das auf einmal. Und Udo, du hast die Wand verschworen. Das garantiert dir für. Ich hab die Schnauze voll. Ich warte so. Und warum muss jetzt noch ein Spender aufgehangen werden? Auf der Herrentoilette. I've always loved sci-fi. Das erinnert mich an, ich glaube, das hat mal der Herr Liebner von der FPD gesagt. Da war mal Lutz van der Horst, der war mal wieder unterwegs im Bundestag. Und da fing der an hier, ne? Lutz van der Horst, sehr geile Folge, der wollte für seine Schule Geld sammeln, für seine alte Schule.
Und ja, der hat von jedem irgendwie so ein paar Cent bekommen. Ne? Hier, ich glaube mal, irgendwo bei einem Politiker 1 Euro. Und da kam der, ich glaube, das war mit Herr Lindner, ich bin mir aber nicht mal ganz sicher, kam der so ins Gespräch. Und dann haben die über Praktikum gesprochen, ja, in der Schule mal Praktikum oder Hausmeistertätigkeiten machen. Da braucht man ja nicht für Spenden. Da kann man ja auch selber alles reparieren. Und da hat er so einen Spruch rausgelassen. Ja, ist doch mal schön, wenn die Jugend was hat er gesagt? Den Hammer mit Nagel in die Wand haut. Irgendwie so. müsst ihr euch mal angucken. Also wer so Satire-Sendungen mag, wo auch Politiker mal so ein bisschen verarscht werden, kann ich euch definitiv da die Fakultativ einfach mal die Heute-Show empfehlen. Ihr müsst natürlich auch Politik so ein bisschen mögen, ne, sag ich mal. Aber ist halt eine Satire-Show. Ne? Ist ganz cool. Hier hast du ja ein Fußballfeld jetzt und hier sind mehr Männer, muss da ein extra Spender drauf. Wir mussten auch sogar solche Plakate aufhängen, wie die Hygienevorschriften funktionieren. Verstehe ich nicht. Ja. Also mit so kompliziert. Hab ich auch gemacht. So. Also ich würde lieber aufhängen. Ich würde lieber von Ikea ja. Da so ein Plakat aufhängen. Solche Spender, Udo, betätigt man übrigens mit dem Ellbogen, nicht mit der Hand. Ich werde aber nicht in den Fliesen bohren. Udo, aber das muss mit dem Ellbogen betätigt werden. Guck mal so, und dann musst du den so runterpumpen. Ja, aber ich werde nicht in den Fliesen bohren, weil dann weiß ich genau, dann ist da keine Fliese mehr dran. Der hängt nämlich genau richtig, guck. Digga! So, und jetzt fangen wir an. Jetzt hole ich die Bohrmaschine, alles. Ich habe sogar Betonbohrer mitgebracht, vernünftige Dübeln, alles. Und dann bauen wir das im Ratzfatz ran. Keine 5 Minuten ist das Ding dran. Was bauen wir ran? Desinfektionsmittelbehälter. Und jetzt im Ganzen. Desinfektionsmittelbehälter. Oh, man erlebt mich am Arsch. Du musst nicht lachen, du kannst das auch nicht. Jan Jürgen? Desinfektionsspender. Wer hat dir das denn über Nacht beigebracht? Aber das mit Desinfektionsspender hat er ganz gut gemacht, ne? Wie lange hast du dafür gebraucht? Besser als Desinfektionsmittelbehälter. Das ist einfacher. Das ist der Spender. Ja? Der was? Das ist der Desinfektionsspender. Aber ich frage mich jetzt gerade, ist das... Hä? Wo ist der jetzt denn? Der müsste doch jetzt so an der Wand. So, aber wo ist denn... Wie wird denn der gehalten? Dann wird das hier losgeschraubt, da kommt der da ran. Ja, aber wie kriegst du denn die Schrauben da ran? Oder wird der hier... Das sieht aus wie Aufhängung, oder? Weil das hier oder? Also das kann sein. Warte, vielleicht wird der... Oder? Hier, oder hinter der Verkleidung. Das könnte man aber mit dem... Ah ne, das Loch war ja gerade unten, ne? Oder war das oben? Weil sonst hätte ich gesagt, dass man mit einem Schlagbohrer durch die Wand geht, ne? Einen Haken reindreht, also dübeln, und dann Haken reindreht und dann aufhängt. Aber es kann natürlich auch sein, dass es in der Verkleidung... Anstatt dann dauernd mit deinen rostigen Fingernägeln dann rumzudrehen, nimm doch eben den Schraubendreher. Wicke, ich hab keinen dafür. Ich brauch einen Imbus. Gibt's nicht. Warum können die Leute nicht einmal was schicken, was ratzfatz rangeht? Ja, aber Udo, wieso liest du dir das denn vorher nicht durch, wie man das macht? Da ist doch gar keine Beschreibung dabei. Denn ich dreh die Schraube gleich ins Ende. Du musst auch mal wieder zum Hufschmied, ne? Ja, das ist peinlich, ich weiß. Kann man das denn runterschieben? Ja, Jürgen! Muss noch weiterhin so blöd auf der Treppe sitzen, anstatt mir mitzuhelfen. Ich wäre so unfassbar faul, ich würde mir selber eine Konstruktion bauen. Und Mist. Von den Karton da reingeschmissen. Also ich bin immer so, wenn ich nie so richtig weiß, wie es funktioniert, ne? Dann mache ich mir das einfach und baue das dann einfach so, wie ich mir das denke. Ja, wenn ich so sehe, okay, gut, könnte man ein bisschen anders machen, dann mache ich das auch anders. Zum Beispiel jetzt, wenn ich nie wüsste, wie man das Ding aufhängt, würde ich mir einfach ringsherum so einen Kasten bauen, ne? Also so eine eigene Verkleidung. Und die Verkleidung dann reinhämmern und den Desinfektionsmittelspender dann, ich hätte fast falsch gesagt, und den dann da reinhämmern, also reinmachen.
Ne, ihr wisst bestimmt überhaupt gar nicht, wie ich das meine, aber ist egal. Ich weiß es auch nicht. Ich hab Arm. Wie hast du das denn gemacht? Bestimmt kaputt gemacht. Oh! Ja, zeig! Ich bin's, ey, das ist mehr wie peinlich jetzt. Wie hast du das hingekriegt? Ja, so muss das doch sein. Und dann muss das so an der Wand, oder wie? Ja, dann musst du das hier nachher entriegeln. Ach so! Ja, aber wie. Du kannst das aber nur unten festmachen dann. Ey, das ist Technik und ich hab keine Ahnung von Technik. Du baust Schiffe, Udo! Ja, das ist Übertechnik, ist das. Dann nehmen wir vier Löcher, ja. Ne? Und dann machen wir den ja so dran. Ja, super. Hoffentlich klappt das jetzt mit den Löchern, dann wäre ich froh drüber. So, und ich hoffe. Und ich hoffe. Ich frag dich jetzt ganz vernünftig. Du sagst ja, man muss. Das muss man, ich, ja. Man muss das mit den Armen machen. Ellbogen. Wenn ich den jetzt hier anbringe, ja. Sollte, ist das zu hoch. Ja. Mhm. Also müsste ich theoretisch in den Fugen. Ja. Darf ich aber nicht. Wer sagt das? Ich. Wieso? Ich. Warum springen die Fliesen? Wir haben doch auch kleine Menschen im Verein. Richtig, unsere Kinder. Also heißt das, ich darf ihn ja nicht, dann müsste ich den in dieser Höhe machen. Mach doch einfach. Aber doch nicht in den Fliesen. Also eigentlich dürfen die Fliesen nicht springen, wenn man ganz, ganz, ganz... Also wenn man natürlich jetzt hier ne, hier geh rein, ne, so ein Loch bohrt. Also wenn man wirklich ganz sachte, ganz geschmeidig, wirklich ganz langsam reinkleitet. Ich weiß nicht, wieso ich heute wieder zweideutig denke, ist egal. Also nicht reinhämmert, sondern mit Gefühl dürfte die Fliese eigentlich nicht springen. Die gehen kaputt und dann habe ich einen brennenden Arsch, dann kannst du aber hingucken. Ist auch mal eine Chance, den Zuschauern zu beweisen, dass du was kannst. Ja, ich werd's auch, aber wir werden es von außen anbringen. Die Scheißfiguren hätten es auch schon wegräumen können. Das kann man wegstellen. Also heißt das im Endeffekt, kleine Kinder in dieser Höhe. Richtig? Und jetzt machen wir das wirklich professionell. Das kann man nicht erfinden. Weil das zu schnell geht für mich. Was? Ja, wenn ich das rede und meine Hirnzellen, die müssen dann arbeiten, und das ist zu viel. Was machst du gerade? Ja, Männer können nur eine Sache. Ich kann zum Beispiel nur atmen und das war's. Ich roll mir die Spaghetti-Haare auseinander. Noch nicht mal das kann ich richtig. Kann das sein, dass du bei Wilke alles abguckst und mich auch noch in den Wahnsinn treiben willst? Dann mach so weiter. Der war doch unten, oder nicht? Nee. Jawohl, den hast du doch unten losgemacht. Lass mal gucken. Hier, da sitzt die Klappe. Und da bin ich dahinter gespannt. Siehst du? So. So. Eins. Was willst du jetzt? Hier, besser. Du hast, jetzt, wo sind die Löcher jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Denkst du, mir ist blöd oder was? Macht er das jetzt gerade nach Augenmaß? Hast du einen Steinbohrer? Ja, hier. Woran erkennt man Steinbohrer? Ja, weil er ein Steinbohrer ist. Nee, jetzt erklär mal. Woran erkennt man das? An die Breite. Boah, müsste ich jetzt auch lügen, aber ich glaube, Metallbohrer zum Beispiel hat ja vorne eine Piepmatzspitze. Piepan meine ich. Müsste ich jetzt aber auch lügen. Keine Ahnung, also ich müsste, keine Ahnung, also hab schon gesagt, also ja, auf sowas achte ich jetzt nie, also ne? Ich hab keinen Witz, ich hab mal mit einem Holzbohrer und wir haben ja Stahl und Beton. Habe ich auch meine Lampen dran bekommen. Es hat sogar übelst gut funktioniert. Ne? Obwohl ich sagen muss, die Trägerwände habe natürlich darauf geachtet, dass da kein Kabel lang geht natürlich. Also nicht so wie die Jungs, aber die scheinen es wohl zu wissen. hier habe ich für ein Loch mitten zuerst mit einem Holzbohrer 3 Tage gebraucht. Das ist kein Witz. Ich habe ein Loch immer so leicht gebohrt, dann wieder ein bisschen härter, dann hat es nicht funktioniert, einen Tag später weitergemacht. Und selbst mit einem Stahlbetonbohrer bin ich auch nicht durchgekommen. Also, ich weiß nicht, was sie hier für ein Gemisch haben. Vielleicht haben sie ja 80% Stahl, 20% Beton. Bohrfläche hier oben. So. Hast du da was gemacht? Er hat das Kabel rausgezogen.
Immer dasselbe mit dir. Du bringst ja nur Blödsinn in den Kopf. Ein bisschen Spaß muss man auch immer haben. Ich zeig dir gleich, was Spaß heißt. Immer nur Blödsinn in den Kopf, Herr. Ja. Ja. Da den Gehirnzellen mal an, dann hätte ich das graue Chlor. Aber nee, Udo mit dir argen. Man könnte da ja auch Batteriesäure oder sowas reinmachen. Ich sag mal so, danach sind, Udo, hier liegt übrigens eine Stromleitung, ne? Ja. Wollte ich gerade sagen. So. Ich hab's auch nicht gesagt. Aber ich dachte, die wüssten das, wo sie lang laufen. Bin da aus Versehen entgegengekommen. Ja, das ist eine Art. Du bist ein Art, verstehst du? Weil es jetzt nämlich richtig gut läuft, ne? Meinst du, du musst mich jetzt ärgern? Lass die Steckdose. Boah, drin. Ich sehe es gleich kommen. So ist drin. Der ist drin, Udo. So ist drin. Siehst du, dann funktioniert der auch. Aber da, ich vermute, dass da der Stromkasten ist verlaufen, die Leitungen, glaube ich. Fünfjähriger, aber schon so. Lustig, ne? Nein. Der ist immer wieder lustig. Ich hab hier eine. War schon witzig ein bisschen. Ja, aber jetzt ist gut. Ich komme ja wieder nichts weiter. Du merkst das, das dann läuft zu gut. Also? Das läuft bei dir nie zu gut. Es gibt immer. Nein, du merkst das schon wieder, das läuft zu gut. Da müssen Störungsprogramme drin. Gehst du vom Kabel runter? Gehst du? Udo, ich muss doch irgendwo filmen. Ja, aber nicht auf mein Kabel. Boah, einfach so drauf losbohren, ne? Das würde ich mir niemals zutrauen, ne? Wo ist das Ding jetzt denn schon wieder? Was suchst du denn? Gesamtbuch, ist Sonntag, ich muss beten. Also hier im Sinne von, wenn man nie hundertprozentig weiß, wo die Dings durchlaufen, die Kabel. So wird die verklar. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Schau mal, was ist das denn? I've always loved sci-fi. Der Aschenschrauber hat einen richtig toll gemacht, den Bit. Meine selbe Scheiße, lockern Sie sich. Oh nee, oh nee, oh nee. Warum kann ich irgendwie meinen Plan funktionieren, wenn ich was anpasse? Ich verstehe das nicht. Alles, wenn es vor der Kamera geht, fängt das Ding an zu spinnen. Udo, möchtest du nicht den Deckel gerade machen? Oha. Die Leute fragen sich ja immer, wieso du dich so über Oha aufregst. Ich kann's einfach. Ja, jetzt komm mal hoch in die Kamera. Die Leute, da haben ja auch schon welche gesagt, du würdest dich künstlich darüber aufregen, damit wir das besser verkaufen können. Nein. Was passiert, wenn du morgen zur Arbeit gehst? Ich höre nur Oha, Oha. Was passiert, wenn du einkaufen gehst? Oha. Was passiert, wenn du abends mit deiner Frau im Bett liegst und da rufen wildfremde Leute bei dir zu Hause an? Ja, dann höre ich Oha. Was ist, wenn Leute an deinem Haus vorbeifahren? Ja, dann rufen sie Udo, Oha. Was passiert, wenn wir bei meinem Haus sind und Leute fahren vorbei? Ja, das ist genau dasselbe, sagen sie auch alle Oha. Die Leute sagen Udo den ganzen Tag Oha, Oha, Oha. Ich kann es nicht mehr hören. Das freut sich auch, wenn wir ein paar Sachen verkaufen, wo Oha draufsteht. Natürlich. Da kriegst du nämlich ein bisschen Geld für deine... Ja, ich krieg eine Haartransplantation oder wie das Scheiß heißt. Haartransplantation. Wenn wir Klamotten verkaufen mit Oha drauf, dann ist das doch eine schöne Sache. Man soll sich doch für andere freuen, oder nicht? Richtig. Man macht doch anderen Menschen damit eine Freude. Richtig. Die wollen es doch auch. Die freuen sich doch, dass sie das Oha-T-Shirt haben. Und wir? Wir freuen uns auch ein bisschen. Und wer freut sich ein bisschen? Der Verein hier. Ja. Der kriegt nämlich auch richtig Kohle. Aber das, ich weiß auch nicht, warum Leute uns das nicht gönnen. Das weiß ich auch nicht. Liebe Leute, Missgunst ist keine schöne Eigenschaft. Diskutieren schon wieder über das Oha. Kann ich das Ding jetzt dran setzen? Zack. Und wer hat's gemacht? Mit vier Löchern? Der Udo war's. Und wenn Jan Jürgen dir nicht erklärt hätte, wie man's richtig ja. macht, dann hättest du hier 8 Wochen gesessen. Ja, ich wusste es nicht, dass man so... Holst du eine Flasche, bitte? Was für eine Flasche? Die hier reinkommt. Was für eine Flasche? Der ist Infektionsmittel. Fertig. Ich mag die zwei. Mit dem Ellbogen. Oh ja. Vernünftig aufrollen, sonst gibt's Lack. Das ist Trainingsmaterial. Dann hör den Ball auf. Wieso steht er in den Flur? Alles direkt vom Eingang. Bloß nicht nach hinten stellen, muss ich ja so weit laufen. Fertig. Ruth. Hast du ein Bild genommen? Nee, brauchst du nicht in der Schule.
Liebe Zuschauer, ihr müsst mal nach draußen gucken, wie viele Leute hier stehen. Das ist nicht normal. Zuschauer von außerhalb, wo kommst du her? Aus Dorsten. Dorsten Wulfen. Und jetzt bist du hierher. LOL! Als ob der aus Dorsten kommt. Ich hab da gewohnt, ne? Voll lange. In Dorsten Wulfen. Bin auf die Wulfner Schule gegangen. Gesamtschule Wulfen. Kennt das Kaff, kennt kein Schwein. Kein Schwein. Und da leben gefühlt 3 Leute. 4. Und der kommt da erstmal her. Finde ich cool. Gefällt mir. Komm. Jo. Und du hast ich habe einen Poststein mitgebracht. Und ich dachte, den kann ich mal hier rauslegen, den ich gefunden habe. Hast du Udo schimpfen gehört? Auf jeden Fall. Udo! Udo wie ein Rostplatz. Udo, hier hat sich jemand aufs Gelände geschlichen. Moin. Glück auf, moin. So, was ist? Er hat sich aufs Gelände geschlichen. Oh, das kostet aber 200 Euro. Hier sind aber wirklich nette Leute. Guck, da vorne stehen schon wieder welche. Ja. Wir hätten gern ein Foto. So, liebe Zuschauer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben in den Kommentaren. Mir war heute wirklich gut. Ohne ein Fehlloch. Also alle 4 Löcher, zack, dann drin. Was sagst du dir jetzt dazu? Ah, das ist schön, dass er sich drüber freuen kann. So, jetzt wünsche ich euch. Aber nächstes Mal ziehst du kein T-Shirt an, wo Tesafilm drauf ist. Das ist kein Teser, das ist einfach ein modernes T-Shirt, Wilke. Geh da weg, ich hab jetzt Feierabend. Und sonst gibt's Rampfbambums, einer Klappe. Ich glaub, ziehst du ein T-Shirt ohne Tesafilm, Mann. Sterbliche Hülle steckt, ne? Ja, aber du, was sollst du sagen? Ja, Leute, habt ihr uns schon abonniert in Facebook, Instagram und YouTube. I've always loved Sci-Fi. Ich muss den 2 Jungs wirklich sagen, ich gönn den jeden Klick, ne? Und. Warum lachst du jetzt so blöd? YouTube, Udo. Ja, ist doch egal. So, und was gibt's noch? Oh ja, und unser Shop, moinalter.de. Da gibt's Shirts und Tassen mit Udos besten Sprüchen. Einnahmen davon fließen in unseren Verein und in Udos Frisur. Mit dir ist das. Ja, ja. Mit dir ist das eine Katastrophe. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, also hätte ich so übelst viel Geld, würde ich einfach so random, ich würde es niemandem sagen, aber würde ich einfach so random das Geld an den Verein spenden. Ich finde die 2 Jungs einfach ups. Jetzt kann ich selber auch nicht mehr reden. Absolut genial. Coole Jungs, cooler Verein. Und ich hoffe, ihr checkt den Original-Account mal aus, ohne meine Reaction und vor allen Dingen auch mal das Original-Video ohne meine Reaction. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sind definitiv da, die Akkusativ im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.